Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder in Level 7, Schrägstrich 8, Schrägstrich 9, in denen wir beim letzten Mal etwas unkoordiniert herumgeirrt sind. Und wie wir hier lesen, gibt es hier ein Battle for Glory. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Nur du? Das ist ja jetzt so schlimm nicht. Ja, Magic Missile magst du auch nicht. Ja, du triffst zwar ab und zu mal, aber wird. Das war jetzt der Glory Battle, oder was? Okay. Ich habe mir seit dem letzten Video auch noch ein, zwei Sachen überlegt, die wir noch machen können. Also, eine Sache davon. Also erstmal, was wir in jedem Fall noch machen müssen, bevor wir hier uns noch weiter verirren, ist, dass ich wirklich mal konsequent alle Wände mir angucke. Aha. Und ohne Beschriftung. Na, das ist ja wieder mal fantastisch. Was? Ja. Super. Und Battle for Glory, das hat. Oh, hier. Da. One sacrifice made. Okay. Na dann opfern wir doch mal einen Stein. Hat funktioniert. Okay, da ist schon wieder so ein ungünstiges Loch. One Leap of Faith. Aha. Zu viel Indiana Jones geguckt, ha? Okay. Ja, ich weiß, es ist eine normale Redewendung. Muss kein. Wieder ein Ring, den wir nicht einordnen können. Oh! Ring of Protection plus 2. Das ist gut, der ist für dich aber ein bisschen vergeudet. Den geben wir mal dir. Jo. Okay, lieber Feld. Soll jetzt heißen, dass wir hier rübergehen können, oder was? Aha. Na, so richtig traue ich der Sache nicht. Ich meine, das kann auch einfach nur eine Verarschung sein. Ich meine, wie viele, also wenn man mal einen sehr gläubigen Menschen einfach auf eine bequeme Art und Weise loswerden will, macht man genau sowas. Man geht mit ihm an eine Klippe und sagt, hier, ne, dein Glaube und so weiter, lieber Faith, hopp, hopp. Und schon ist man ihn los, ohne ihn ermordet zu haben. Also ich weiß nicht, wieso ich auf sowas jetzt gerade komme. Also, wollen wir durch? Also wo stand? Also das stand hier. Das würde dann ja so. Ach, das ist nur das eine Loch. Ich bin blöd. Ja, da ist eins. Und da ist noch eins. Das müssen zwei sein. Ja, Perks. Also das ist ein Loch. Okay. Aber Löcher haben das Problem, dass wir da nicht so ohne weiteres zurückkommen. Und ich wollte eigentlich erstmal noch was anderes machen. Das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Da sind wir nämlich bei abgestorben, glaube ich. Mal zurück in Level, weiß ich nicht mehr. Und mal unsere Knochen uns angucken. Weil, also so richtig überzeugt tun mich die beiden hier nicht. Also er geht noch, aber ich meine, sind wir mal unter uns. Außer Eier schleppen macht dort nicht viel. Und Eier schleppen können auch andere. Deswegen hatte ich mir gedacht, dass wir vielleicht erstmal zurückgucken und bevor wir hier noch ein Level weiter runtergehen. Weil wir kommen hier doch ohne weiteres zurück. Das bleibt doch, oder? Jetzt sind wir auch Level 9. Ach, das ist ja. Das heißt wieder. Also hier. Sheriff. Da schon nachgeguckt? Ach so, hier war das wieder, okay. Ah, Moment. Hier ist was anders. Das hat man tatsächlich in der Seitenansicht gesehen. Das würde. Und, ne, guckt mal hier hin. Oder vielmehr hier hin. Ja, kleine Veränderung. Ah. Cool. Ich habe einen Knopf entdeckt und zwar ohne nach ihm zu suchen.
Also ohne direkt davor zu stehen und mir die Augen zu verdrehen. Jan, was bringt uns das jetzt? Okay, ist das. Das ist das Äquivalent zur Dwarven Rune of Passing. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist mit anderen Worten. Und wir haben noch so ein Ding gesehen irgendwo. Also, das ist eine illusionäre Wand. Wo haben wir so ein Ding noch gesehen? Irgendwo. Nicht in Level 8. Oder, nee. Okay. Ach so, ja. Downstairs. Wir wollen erstmal wieder upstairs. Ich will jetzt erstmal, so viel zu tun, so viel zu tun. Hier mal rauf. Nee. Ach ja, hier bin ich deswegen nicht weitergegangen. Na gut, okay, jetzt dann gucken wir jetzt hier noch lang. Den Rückweg finde ich wahrscheinlich sowieso nicht. Ah, das war ja irgendwie zu erwarten. Achso, ich wollte gerade sagen, es ist kein Schlüsselloch. Gut, dass wir einen Schlüssel haben, sonst würden wir ja feststecken, aber das ist ein Knopf. So, also da waren Knöpfe, Geheime. Okay. Hallo. Alles gut hier? Ach, guck an, wir sind in Level 7. Was ist mit diesen Wänden? Warum sind die so komisch? Sind die auch aufgegangen? Ja, natürlich, natürlich sind die auch aufgegangen. Oh Gott, was ist das denn hier? Und so wie es aussieht, müssen wir hier durch, weil wir haben ja no way back. Lock requires a key. Ach du heilige Mutter Gottes. Nee. Wir machen jetzt erstmal das, was ich vorhatte. Ursprünglich. So, das war no way back, ne? One way, ja. Das lassen wir erstmal, das merken wir uns. Wie kommen wir hier verdammt nochmal wieder raus? Wenn wir hier runter gehen, müssen wir ja. Anderen Weg gibt es ja nicht. Muss hier doch irgendwie. So. Wie kommen wir hier raus aus diesem Dreckslevel? Da können wir hoch. Das sieht gut aus. So, jetzt sind wir da. Das bringt uns genau gar nichts. Hier war, glaube ich, nur ein Schlüssel. Hier ist aber noch eine Treppe. Die bringt uns nach hier. Und von hier aus. Moment, hier war da auch dieses geheime Ding, oder? Also diese. Hier. Haha. Da kommen wir auch immer wieder zurück. Und das ist schon wieder ein Schlüsselloch. Okay. Nächstes Mal. Falsche. So. Okay. Jetzt sind wir wieder in bekanntem Terrain. Das ignorieren wir. Das kennen wir offiziell noch nicht. Und dann gehen wir jetzt mal kurz zurück. Und genau genommen, also zu dem Priester, der wiederbeleben konnte. Wo war das denn? War das Level 4 oder 5? Auf jeden Fall nicht 6. Okay. La 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 la.
Zum Glück sind die Wege, selbst wenn sie hier weit sind, nicht so weit, wie sie sein könnten. Wenn ich mich allerdings verlaufe, andere Seite. Ja, war fast richtig. So, hier waren. Ja, hier waren die. Hier war, oh Gott, wo war denn der Priester? Oh, da war in irgendeinem Eck. War der hier? Ach, Scheiße, jetzt müssen wir da wieder durch. Okay. Da muss es aber noch. Wisst ihr was? Ich bin blöd. Nee, das machen wir, da, machen wir danach. Das ist noch eine Sache, die ich ausprobieren wollte. Wir haben ja jetzt noch ein zusätzliches. Zusätzliches. Irgendwie finde ich den Rückweg gerade nicht. Wir haben ja noch ein zusätzliches Stone-Portal-Item gefunden und das könnten wir ja theoretisch auch mal nutzen. So, sind wir jetzt richtig? Nee. Jetzt sind wir richtig. Rune of Passing. Loch, das wir irgendwie umgehen mussten. Ich weiß aber nicht mehr wie. Hier war auch ein. Nee, nach Norden. So, jetzt. Zwerge, Zwerge, Zwerge. Habt ihr irgendwo Zwerge? Ich suche Zwerge. Zwerge? Nein, keine Zwerge. Aber hier ist so ein Stone-Ding. Da können wir gleich mal gucken. Wo sind die ganzen Zwerge hin? Das waren noch so verdammt viele. Sind die alle weggelaufen? Ich hoffe, der Priester ist noch da. Ah ja, du bist noch da. Du warst vorher unsichtbar. Gut, ich habe mir bist erst so erschienen. Sehr gut. Was ist das nochmal? Na da, mein Gott. Wo war der Priester? War der hier? Ja. Resurrect Dead. Anya oder Illyria? Ja, da haben wir ja die Wahl. Ne? Probieren wir erstmal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Illyria Priesterin ist. Weil ich glaube, die hatte ich immer in der Party. Also der Name ist, also ich meine, der Name kommt mir auch bekannt vor, aber aus anderen Gründen. Aber der Name, den verbinde ich mit diesem Spiel. Machen wir das mal. Die schreibt sich jetzt anders. Du bist dir nicht ganz sicher, wie du heißt. Gut. Und du hast ihr eine Robe übergezogen. Das finde ich sehr, sehr gentlemanlike. Looks about jubilant. May the gods be praised. I'm Sister Elyra. Bist du dir sicher, dass du eine Schwester, also nicht irgendwie ein Hochstapler oder Hochstaplerin, hast nicht mal deinen eigenen Namen gemerkt hast? Egal. I journeyed with my comrades into these dungeons to fight evil and bring good. Das hat nicht geklappt. Entschuldigung. Jetzt sollten wir ein bisschen uns zurückhalten. Wir wollen sie ja in der Party dabei haben, nicht wahr? Und dadurch kommen wir jetzt noch alle tot, aber das ist alles nicht so wichtig. Jetzt habe ich was im Auge, Sekunde. Okay. But we were overwhelmed and most of us were killed. Ja. I see that because of my faith I have been given another chance to carry on my mission of good. Das ist halb richtig. Dein Faith hatte, also dein Glaube hatte mit der Wiederbelebung nichts zu tun. Das war einzig und allein unsere Sache, dass wir dich hier, also und des Kollegen Klerex da, der aber glaube ich nicht der gleichen Göttergemeinde angehört wie du. Das waren wir, also wir haben dich, ne? Also nicht deine. Aber andererseits die Tatsache, dass du so fest an Gott glaubst, dass du dadurch zaubern kannst, ist schon relevant. Deswegen haben wir dich nämlich tatsächlich wiederbelebt. Sonst hätten wir dich im Knochenzustand gelassen, wie die liebreizende Anja, die wir, glaube ich, nicht brauchen. Okay.
Another chance to carry on my mission of good. May I accompany you? My abilities to heal the wounded could be of great help. Ja, deswegen bist du hier. Und du ersetzt den Kollegen Todd. Todd. Ah ja, okay. Das kennen wir ja schon. Sekunde. Jetzt heißt du wieder Illyria. Also, Moment. Characters not found. Search range Sekunde mal kurz. So, da bin ich wieder und ich bin natürlich blöd. Ich muss natürlich erst ein Safe Game anlegen, damit das All-Seeing-Eye ja funktioniert. So. Okay. Die brauchen wir jetzt nicht. Und du bist nackig. Deine Robe hast du wieder ausgezogen. Wie auch immer. Naja, gut. So. So. Die können wir eigentlich hier lassen. Obwohl, die lassen wir mal irgendwo, wo sie nicht von einem Zwerg blockiert sind. Das kannst du doch bestimmt nicht benutzen, ne? Du bist doch Priesterin, ja. Dann kannst du die auch nicht benutzen. Aber du kannst sie zumindest tragen. Da kriegst du diesen lustigen Helm, dann kriegst du das, dann kriegst du das zum Tragen. Und noch ein Speer, die brauchen wir dann ja eigentlich nicht. Du kannst das nehmen, das ist besser. Und wir haben doch noch dein heiliges Symbol. Hier, bitte sehr. So, was kannst du denn? Gar nichts. Wie bist du eigentlich so? Ihr seht, was ich sehe. Moment, waren das nicht Human Bones? Jetzt bist du Half-Elf und vor allem bist du ein Mann? Das kann ja aus wie ein Mann. Illyria klingt aber eher nach Frau. Also es ist entweder ein Tippfehler oder sehr fortschrittlich. Also, ja, soll ich dich jetzt als Mann anreden oder ist das hier dann. Nee, ich würde sagen, aktuell ist deine Optik und die sieht eher nach Frau aus. Deswegen behandeln wir dich als Frau. Ja, ist, glaube ich, einfacher. Und was hier in deinem Perso steht, das ist unerheblich. Okay, Wisdom 9. Ja. Das ist von den Regeln her völlig richtig. Man kann mit Weisheit 9 Klerik werden. Man kann da nicht viel. Und ich weiß gar nicht, was der höchste Grad ist. Also 5 kannst du bestimmt nicht. 4 bestimmt auch nicht. Ich weiß nicht, 4 kannst du nur. Ich weiß. Also ist auf jeden Fall sehr eingeschränkte. Oder war das bei Magiern? Also auf jeden Fall ist Weisheit 9. Hat man eher selten bei Priestern. Die haben üblicherweise zumindest zweistellig Wert. Ich meine, das ist dein schlechtester Attributswert. Du hast Konstitution von 17, Charisma von 17, Dexterity von 15 und hast dich entschieden, Priesterin zu werden. Na gut, okay, war bestimmt irgendwie höhere Gewalt. Okay, gut. Das ist alles egal. Wir campen jetzt und gucken, was du lernen kannst. 3 Stück. Achso, 3 or 3 remaining, ich wollte gerade sagen. So. Das brauchen wir nicht. Hier war das. Und jo. Okay. Gut. Ja, kann man auch noch heilen. Sehr gut, wir haben also ein neues Mitglied in unserer Bande. Oh, ich überlege, warte mal, wir haben. Du schießt von der Seite und du schießt von der Seite. Da haben wir beide Seiten abgedeckt. Ich überlege, ob ich dich nach vorne stelle. Also eine Reihe nach vorne. Nee, das ist so okay. Gut. Wollen wir die anderen Bones auch noch? Nee, wir haben Tagor. Bei Tagor bleiben wir erstmal. Der kann mit seinem Pfeil und Bogen ganz gut arbeiten. Und außerdem,
Ach Mensch, wenn du Halbelfe bist, eigentlich, also ne, hast menschliche Knochen, aber bist eine Halbelfe. Ja gut, die sind, ist vielleicht, die Knochen waren vielleicht von einem menschlichen Elternteil. Wie das funktioniert, egal. Dann müsstest du doch Elfisch können. Und wenn du Elfisch kannst, kannst du vielleicht Dunkelelfisch, was unwahrscheinlich ist, aber möglich. Und dann können wir diese eine Inschrift da entziffern. Ich glaube, wir haben einen Fortschritt gemacht. So. Jetzt muss ich hier nur wieder. Oh, jetzt muss ich wieder durch das Teleporter-Ding. Ja. So, wie kommen wir da jetzt erstmal hin? Da war ich noch nie überall. Ach, da stehen Zwerge rum. Bestimmt. Richtig? Ja. Ja. Okay. Gut. Ach, wie stimmt. Ach so. Oh. Das ist nett. Ha, da muss er erstmal ausruhen. Ja, vor allem bist du, wenn du Resurrection gezaubert hast, weil das scheinst du zu haben, weil sie ist ja voll und hat auch keine. Obwohl, vielleicht hat sie Konstitution verloren. Dann bist du vor allem auch 5 Jahre gealtert, laut Regeln. Allzu oft kann man das nicht mehr machen, so wie du aussahst, aber gut. Nicht unser Problem. So, wie komme ich jetzt raus, verdammte Axt? Nee, das bleibt einfach. So, hurra, Teleporterin, wie war das nochmal? War das richtig? Nee, das war falsch. Das war richtig. Ha, den Hinweg kann ich. Also den. Den haben wir auch oft genug probiert. Okay, also. Backtracking ist fast abgeschlossen. Wir müssen jetzt nur noch unfallfrei. Hier lang. So, und jetzt können wir. Ach, das andere Stone Portal wollte ich mir auch noch angucken. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Stone Portal an. Hier fehlt der Ring. Den sehe ich hier nirgends. Das ist super. Da können wir gleich noch eine Sache erledigen, die ich ausprobieren wollte. Ne. Uah. Uiui, uiuiui. Wow, Animation. Upsi. Also ich habe ja fast den Eindruck, der Konstrukteur dieser Tür möchte uns irgendwas mitteilen. Ich habe das Gefühl, hier sind wir falsch. Kommen wir hier wieder zurück? Ja. Wo sind wir überhaupt? Level 10. Xanatas Outer Sanctum. Ne, das wissen wir nicht. Mantis Hive. Okay. Ja, ist gut. Das bringt uns aber nicht wirklich weiter. So, und was ich mir natürlich jetzt nicht angeguckt habe, war das Stone Portal bei den Zwergen. Aber gut, das ist jetzt egal. Da renne ich jetzt nicht nochmal zurück. Nee, wir wollen hier lang. Brauchen wir hier irgendwas von? Kannst du hier irgendwas von brauchen? Nee, ne? Stattdessen könntest du eigentlich deine Darts mal hier lassen, weil die brauchst. Kannst du ja eh nie mit umgehen. Du bist ja nicht fürs Kämpfen da. So, die ganzen Eier. Oh, nimm noch mal ein paar Eier mit. Können wir die eigentlich werfen? Das wäre lustig. Also, nicht wirklich lustig. Ja? Nee. Mist. Okay. Gut. So, da hast du jetzt ein paar Eier am Gürtel. Sehr schön. Wir wollen darunter. Und so, wollen wir jetzt hier erstmal durch?
Probieren wir es aus. Hoho, hoho. Aha, Ruby-Key verballert, Ruby-Key wiederbekommen, das finde ich fair. Vampiric Touch, okay. Den kannst du, glaube ich, noch nicht. Bringt aber auch nichts. Drobo. Drobo, der ist bestimmt besser. Und du hast bestimmt auch überhaupt keine Probleme damit, einen Drobo zu benutzen. Ich hoffe. Sehr gut. Was hast du eigentlich für eine Rüstung? 4, okay. Jo, das hat sich gelohnt. Ist hier noch was? Kein Knopf. Kein Knopf. Kein Knopf. Das werde ich jetzt nämlich gleich machen, weil da werden wir ohnehin nicht umhin kommen. Nee. Gut. Früher oder später werden wir das eh machen müssen und das können wir jetzt auch gleich machen. So, das war. Wieso ist hier so ein totes Ende? Einmal gegenlaufen reicht auch übrigens Pirks. Hier ist einfach nichts. Okay, jetzt sind wir. Okay, hier konnten wir Gems in Keys tauschen. Irgendwo. Hier, ne? Ja. Achso, und hier war die Schrift. Die können wir die lesen? Nee, schade. Wäre ja auch ein bisschen viel verlangt, dass man als Halbelfe mit menschlichen Knochen dunkelelfisch kann. Also, das ist so. Tatsächlich ein bisschen viel. Ich habe also das Gefühl, wir müssen in diesen unangenehmen Bereich mit dem One-Way. Erstmal gucken. War hier noch irgendwas? Da waren wir. Bin immer noch nicht wieder hier hingekommen. Das hat dahin geführt. Wie sind wir da hingekommen? Ach, vielleicht. Vielleicht über diese einzelne Treppe, die so ein bisschen abgelegen ist. Hier, die. Weil hier habe ich nämlich seit der ursprünglichen Erkundung, glaube ich, gar nichts mehr abgecheckt. Waren wir, glaube ich, nur einmal drin. Also ich glaube, wir waren überall ungefähr 12 Mal gefühlt, aber hier nicht. Deswegen fangen wir hier einfach mal an mit dem Wände untersuchen. Okay. Shield brauchen wir nicht.
Okay, da ist also nix. Okay. Gut, wir haben es gecheckt. Musste gecheckt werden. Ah, Moment. Hier ist noch eine Treppe. Die, wo führt die uns nochmal hin? Sag mal, waren wir hier noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Okay. Storage. Das klingt gut. Guck nochmal kurz. So, und wieder da. Dann gucken wir uns noch schnell die Storage Area an. Knöpfe. Okay. Das ist die erste Tür. Ja, sammeln wir erstmal ein. Man weiß ja nie, wofür man noch, was man noch mal so in einen, in eine Nische packen muss. Armer, kennst du den schon? Egal. Nimm erstmal mit. Was bist du denn? Hallo? Du bist ein Displacer Beast. Du machst auch so lustige Geräusche beim Zuschlagen. Das ist aber alles nicht weiter schlimm. Und sonst ist hier nichts? Das glaube ich nicht. Ah! Geheime Wand. Ja, bitte. Ja, können wir ja mitnehmen. Ich habe gesagt, wir nehmen erstmal alles mit hier. Mehr Storage ist hier nicht. Das ist ein bisschen sehr dünn. Okay, gut. Naja, aber waren wir in der Storage Area. Gut, da würde ich sagen, das reicht fürs Erste. Beim nächsten Mal gucken wir dann wahrscheinlich zu diesem No Return, One-Way-Ding. Wahrscheinlich, denke ich mal, und schauen mal, ob wir da irgendwas beschicken können. Okay, das hat, schön kompliziert. Macht Spaß. Ja, also wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Draw Dungeons. Bis dahin. Tschüss.